Hey, hey, schönen guten Abend. Schön, dass wieder eingeschaltet wurde. Das ist der dritte Teil von Kramm und Quäschning oder Bruno Kramm und Thorsten Quäschning. Beim zweiten Teil hat Bruno ja sehr rhythmisch agiert, dann dieser Hard-Sync Bass plus diese lustigen Dada Machines, glaube ich, heißen die, die CV-controlled oder vielleicht auch MIDI-kontrollierten kleinen, ja im Prinzip Presslufthammer, die dann Saiten einschlagen. Das ist super. Finde ich gut. Ich werde heute wahrscheinlich ein paar Rhythmen, ist nicht Flächen, Akkorde, Melodien, vielleicht eine Gitarre, so E-Bow oder Single Notes. Für den sogenannten Strophenpart müssen wir sehen, ob das dieser wird. Könnte aber sein, vielleicht so die ersten Parts, so bis zum Refrain. Einfach mal ein bisschen füllen, nicht, allerdings nicht zu voll machen, harmonisch ein bisschen begleiten und ausschmücken. Wir werden das sehen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Ich glaube, dass wir das im Internet veröffentlichen oder sozusagen während des Erstellens uns dabei zuschauen lassen, verändert wahrscheinlich den Effekt und das Endprodukt. Wahrscheinlich kommen sogar so eine Art Charaktereigenschaften eher raus. Als Bruno sagte, du kannst Dinge löschen oder nicht, habe ich mir überlegt, wie ist das, wenn Leute diesen Part gut finden und ich würde den jetzt einfach muten? Nicht, dass ich das vorhatte, aber in der anderen Zusammenarbeiten, Projekten, Bands, würde ich das machen. Ich würde das besprechen, klar. Da wir aber die andere Person nicht im selben Raum haben, während wir darauf antworten, ist dieses demokratische, wir reden drüber, ja weg. Ich bin gespannt, welches Resultat folgt. Es wird sicherlich einen Impact darauf haben. Ich bin auch sehr gespannt. Normalerweise ist es ja auch so, dass ein gutes Gefühl, also eigentlich ist es kein gutes Gefühl. Musik ist was Privates und das nimmt man alleine auf. Meist. Oder man erstellt es in eine Band, aber dann ist man auch irgendwie miteinander verbunden. Nicht nur synchron, bisynchron, sondern das ist dann eine Einheit. Wenn Leute im selben Raum sind, hört man mit den Ohren der Anwesenden. Deshalb spielt man anders. Zum Beispiel, ich lade gerne einfach um selbst im Prinzip eine Art Reflexion zu erhalten, die man selbst verliert, wenn man zu lange an einem Stück sitzt. Also ich sitze Wochen, Monate, manchmal an einem Stück. Man hört das hunderte Mal und man selbst hört, ob die zehnte irgendwie Klick-Hi-Hat, also es ist keine Hi bei mir, ich benutze so kleine Klicksachen meist, von links nach rechts geht. Das höre ich, weil ich weiß, dass ich es gemacht habe. Ob das jetzt irgendwem auffällt und später wahrgenommen wird, das ist eine ganz andere Sache. Und ob es in dem Augenblick, im Takt von 64 bis 128, genug ist, um das interessant genug zu gestalten oder nicht, hören frische Ohren deutlich besser. Jetzt haben wir das ganze Internet. Vielleicht Hunderte, vielleicht ein paar Dutzend Leute, die uns jetzt dabei zuhören. Und im Prinzip ist es so, als ob diese Leute ja während des Machens mit im Raum stünden. Man denkt, hey, wann langweilen die sich? Vielleicht fragt man sich das nicht, aber ich glaube, dass das passiert irgendwann. Weil man will ja auch was anbieten. Zum Beispiel jetzt denke ich, ich rede wieder zu lang. Aber darum schaltet ihr ein. Hoffe ich. Sie. Gut, ich werde jetzt einmal anfangen. Und schauen, wohin uns die Sache führt. Bis dann.
So, erstmal ein Zwischenstand, wo wir gelandet sind. Ich habe zwei Kameras aufgebaut. Bei detaillierten Sachen werde ich wahrscheinlich noch mit dem Handy drauf filmen, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Eine Kamera ist also hier und die zweite ist dort. Gut. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen Dinge verdoppelt. Diese Santor-Geschichte. Habe ich verdoppelt. Dann hatte ich noch eine Version mit Filtern. Das sind Filter, die auf und zu gehen. Sequenziert diesmal als Plugin. Der gute Minimoog-Filter oder Minimaug-Filter. Und dann noch eine Version mit Delay. Sehr weit auseinander und 100% Signal, das Delays, weil wir haben ja noch die anderen Spuren. Insgesamt klingt es dann so. Gut. Die Bass, also diese Hammer-Bass-Dinger bleiben drin. Beim Schlagzeug habe ich einen Takt frei. Mini-Drops sozusagen. Aber mit ein bisschen Reverse-Schlagzeug von den Spuren, die Bruno gemacht hat. Dann haben wir, klingt das Break. Ohne Santor. Jawohl. Gut. Diesen verzerrten Bass-Synth am Anfang habe ich teilweise rausgenommen. Wahrscheinlich später nochmal rein, aber das, um das aufzubauen, nur ein. Wie viele Takte haben wir es jetzt? Vier? Drei Takte. Okay, ich würde Akkorde dazu spielen. Wir sind in C-Moll, dann würde ich. Fangen wir einfach mal mit C an. Allerdings würde ich. Ja, machen wir ein C-Moll. 9 ist immer gut, gell? Als zweiten ein S mit einem B drüber. Vielleicht machen wir noch ein B7 oben und ein S5, also sozusagen Power Chord in unten. Voicings schaue ich dann nochmal. Der Sound kommt erstmal aus einem Peak Novation. Das mache ich dann gleich mit dem Handy, wenn wir den Sound schöner einstellen. Dritter Akkord nehmen wir ein. Wahrscheinlich als vierten Akkord. Wo sind wir denn? Wir sind bei 10, C mal 9 oder 2, Add 2. Gut, der dritte ist jetzt im Prinzip eine Umkehrung. G-Moll unten und ein S7 oben. Gut, insgesamt haben wir dann
Nicht schlecht, aber... Ich schalte um auf das andere Video. Gut, da ich das mit einer Hand halte, den ersten hatte ich hier. Unten. Dann ein S mit B7. Dann G-Moll. Oder G mit einem S. Und ein F. Ich habe das jetzt eingespielt. Und wir drehen ein bisschen am Sound. Das loopen und auf Solo, dann hören wir, was es macht. Dass wir irgendwas noch machen. Die Tonhöhe wird modelliert von LFO2, der sehr langsam schwingt. Verstimmen. Pulsweitmodulation, der ist ein bisschen bewegt, aber auch nicht zu viel. Dritter. Pulsweitmodulation in die andere Richtung. Hier lasse ich das Pitch starr. Den dritten Mal mal höher, gell?
Aufnahme machen und Filter langsam auf. Okay. Ehrlich gesagt finde ich es ziemlich gut, wenn man es über eine Musik sagen darf. Ich hatte am Ende auch nochmal einen Teil eingespielt. Genau, Bruno. Takt 85. Da lasse ich ein C liegen. Das ist aber im Prinzip, könnte der erste Takt des Refrains sein. Und das ist da reinschwingend. Also das muss nicht C-Moll sein. Bloß, dass es nicht so abgeschnitten, abgehackt ist. Das kann man eben auch ausfaden, ersetzen. Das ist jetzt ein Platzhalter. C-Moll. Okay. Unsere allergeliebte Granularsynthese. Ich habe jetzt deine Santor-Spur. Exportiert, damit ich sie in den Tasty Chips GR1 einladen kann, importieren kann. Das machen wir gleich mal. So, der GR1. Das ist die Wellenform. Können wir vielleicht hier nochmal gucken. Das ist dann ja jener. Genau. Granularsynthese hat Bruno schon erklärt. Man kann, das ist hier grafisch deutlich angenehmer, sag ich mal, gelöst. Ich brauche kurz eine MIDI-Spur, das Problem der Einhandbedienung. Ich kann in diesem Fall durch die Wellenform scrollen, händisch. Hab hier auch eine Hüllkurve. Hier, wie die Grains einzeln behandelt werden. Zu spitz funktioniert nicht gut, weil der Prozessor, glaube ich, nicht gut genug ist. Auch bei voller Dichte spinnt der sehr häufig. Spray bedeutet,
Okay, wir machen mal wenig Dichte, um zu verstehen, was passiert. Jetzt sucht er sich aus diesem Bereich, den ich eingestellt habe, immer einzelne kleine Samples raus und spielt sie ab. Die Dichte bestimmt die Häufigkeit. Die Grain Size, die Kürze, also die Länge der einzelnen Samples. Das Gute ist auch, ich kann jetzt, wenn ich... Okay, hören wir es nochmal durch. Weitere Geschichte ist, man kann hier Panorama-Spray, kann man das ja einfach links, rechts im Zufallsgenerator laufen lassen. Und man kann auch den Bereich, der abgescannt wird, bewegen in beide Richtungen und Geschwindigkeit. Wir suchen jetzt aber einen schönen weichen Sound. Weniger. Hier ist noch ein Cut-off. Reso, wenn man möchte. Und hat auch zwei LFOs und kann einzelne Parameter damit modulieren. Das finde ich ganz schön. Man ahnt noch das Instrument, kann es jetzt aber das mache ich mit Dichte. Tja, hätten sie mal einen anderen Prozessor eingebaut. Auf Polyphon spielen. Fläche.
So, als nächstes werde ich mal noch ein bisschen E-Gitarre spielen. Baue ich auf. Spiele das direkt heute in den Computer rein, sonst habe ich ein kleines Pedalboard dafür. Heute ein bisschen E-Bau und schauen wir mal weiter. Bis gleich. Wir sind fast zum ersten Refrain gekommen. Ob jetzt die Strophe noch aufgefüllt wird oder nicht, werden wir sehen. Das ist auf jeden Fall Bonus-Sache.
mit seiner Antwort. Es wird langsam ein Stück Musik und meist bestimmt ja die Musik selbst ab einem bestimmten Punkt, in welche Richtung sie geführt werden möchte oder wie man sie weiter bearbeiten soll oder sollte. Ich glaube, dass wir fast, also wir sind auf einem guten Weg dorthin, dass das passiert. Dass man nicht sucht, sondern im Prinzip die Musik eine Art Selbstverständlichkeit ausstrahlt, was damit geschehen soll. Klingt jetzt merkwürdig, für mich macht das sehr viel Sinn. Habt einen schönen Abend, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Part.